Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und befinde mich hier in Elden Ring. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir hier unten diesen goldenen Ritter besiegen können, der hier auf seinem Pferd sitzt. Ihr werdet ihn auf jeden Fall schon mal am Anfang gesehen haben, wenn ihr hier durch diese Ruine rausgekommen seid. Quasi euer erster Schritt in die Welt von Elden Ring. Und ja, wenn ihr euch dann schon mit ihm hier angelegt habt, dann werdet ihr ziemlich früh gemerkt haben, dass der doch schon recht stark ist. Ich selbst bin jetzt Stufe 32, nein 33 schon, und werde mich mal hier an ihm herantrauen. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt hier auch eine bestimmte Taktik haben. Ich habe mich jetzt für meinen großen Degen und für mein Messingschild entschieden, was ich euch schon einmal vorgestellt habe. Und natürlich noch eine Katana, die hier den Anfang machen soll. Und natürlich werde ich auch meine Wölfe mitnehmen, die ihn hier ein klein wenig ablenken. Wichtig ist auch, dass wir hier unten auf diesem großen Feld kämpfen. Denn wenn wir das da oben auf diesem Weg machen, wo er hier die ganze Zeit rumstolziert, dann haben wir hier ein kleines Problem, denn da haben wir nicht so viel Fläche. Deswegen geht am besten hier runter, wo die Fläche ganz groß ist. Und dann werden wir den Kampf mal bestreiten. Ich werde mal gleich hier runter gehen und dann legen wir mal los. So. Jetzt versuchen wir uns mal an dem Guten hier. Wir werden uns verstecken, und zwar hier in diesem Busch, sodass er uns erstmal nicht sieht und dann gleich den Weg nach hinten wieder antritt, sodass wir ihm schon mal den ersten Schaden zufügen können außerhalb des Kampfes. Das gibt uns natürlich einen kleinen Vorteil und das Ganze werden wir natürlich auch nutzen. So, hier gibt es den ersten blutigen Schnitt. So. Danach gibt es die Wölfe, denn angreifen tut er nicht. Er muss jetzt immer noch hier so ein bisschen rumstolzieren. Und das Ganze nutzen wir natürlich mal aus. Oh, habe ich gegen den Pfahl geschlagen. Versucht nah an ihm dran zu bleiben, denn sein Speer ist relativ groß und wird euch dann halt auch öfters mal verfehlen. So. Ah, diese Sprungattacke, die müsst ihr unbedingt blocken. So, jetzt versuchen wir mal hier nah an dem dran zu bleiben, damit er uns nicht trifft. So, gleich haben wir es geschafft. Boom. Da haben wir den Baumwächter zu Fall gebracht und dafür gibt es natürlich noch eine super Belohnung, natürlich die goldene Hellebarte, und die werde ich euch einmal zeigen. Hier ist sie, die goldene Hellebarte. Dafür brauchen wir 30 Stärke und 12 in Glauben. Ganze werden wir einmal ausrüsten und wir schauen uns mal an. Talent Goldene Schwur. Dieses Talent entspringt der langen Tradition der Ritter der Hauptstadt. Hebt die Waffe, um den Erbenbaum im Kampf zu ehren, und verstärkt eure Angriffskraft und Verteidigung sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Ich kann leider jetzt nicht dieses den Effekt aktivieren, denn mir fehlt es noch an Glauben. Ich muss mal ganz kurz schauen. Status, glaube, bin ich gerade leider nur bei 8,
aber sobald wir hier LT drücken, hebt er das Ding in die Luft. Das, beziehungsweise die Hellebarde wird dann Gold und wie schon beschrieben, eure Angriffskraft, aber auch eure Verteidigung wird stärker sein. Und die Waffe, die kommt schon mit einem relativ starken Angriff daher, 134 plus 33, dazu noch das Talent und da werdet ihr ja den ein oder anderen guten Schaden auf jeden Fall austeilen. Ich empfehle euch noch, nehmt das Ding hier in zwei Hände und wir probieren den Gegner aus. Hier vorne ist ja immer so eine kleine Patrouille. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. Der starke Angriff haut auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Die Anfangsgegner sind hier auf jeden Fall One-Shot. Und das passt doch ziemlich gut. Ja, den nehme ich mal nochmal mit. Ja, die Kombination ist schon ziemlich nice. Also beziehungsweise wie er hier angreift, einmal so und dann gibt es noch zurück und dann gibt es noch einen von oben. Das sind schon für so eine große Waffe schnelle Angriffe. Da habe ich schon Waffen gehabt, die jetzt nicht so flink waren. Deswegen geht das hier gut in Ordnung. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg bei dem Baumwächter wie ich. Schnappt euch die Waffe hier auf jeden Fall. Unterschätzt den Baumwächter auf keinen Fall. Selbst ich mit Stufe 32 und beziehungsweise 33 hatte hier schon ein klein wenig Probleme. Ich habe es mit meinem anderen Account auch schon auf Stufe 20 geschafft. Allerdings habe ich da ja sehr viel auf Ausdauer, beziehungsweise habe ich dort den Kampf ziemlich in die Länge ziehen müssen und habe dann halt auch wirklich nur angegriffen, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Ansonsten bin ich da auch relativ oft aus den Latschen gekippt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einem neuen Video von Elden Ring.